die Wäscherinnen wurden durch die Waschmaschinen ersetzt. Doch wem gehören die Waschmaschinen? Wer profitiert von den Waschmaschinen? Mit dem Scheitern der 48er Revolution war es Frauen in Deutschland verboten, eigene Organisationen zu gründen. Das Wäschewaschen am Fluss. Das Wäschewaschen am Fluss ist ein sozialer Akt. Es ist die Zeit, sich miteinander auseinanderzusetzen und über die öffentlichen Verhältnisse zu sprechen. Sie waren immer bestens informiert und sie organisierten sich.